betreten. Weißt du was? Da probiere ich direkt mal. Weiß aber nicht. Obwohl ich glaube, ich habe gelesen, dass es eigentlich egal ist, mit welcher Waffe du da drauf schießt. Du kriegst immer ein perfektes Fell, ne? Ich glaube, das ist eine Gazelle, ne? Ein Gabelblock. Ein Gabelblock. Gabelbock. Ein legendärer Gabelbock. Dann werden wir das mal untersuchen. Okay. Jetzt wird mir hier die Spur angezeigt. Da hinten scheint es weiterzugehen. Code. Code untersuchen. Gabelbock. Code. Where are you? Not here. Da hinten, wo dieser... Genau, wo das Zeug hier rauskommt. Ist der weitere Hinweis, diesmal liegt Fell dort. Nee, es war doch ein anderes Tier. Ja. Glück habe ich das Adlerauge. Da hinten. Da hinten, das ist ein Weißer. Ich glaube, ich habe ihn. Oh! Was hat der überlebt? Da hinten sehe ich Spuren. Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt immer wieder die Spur verfolgen, aber... Ist das da hinten? Dickhornschaf. Das ist er nicht. Gerade völlig unsicher, der ist doch. Ist doch hier hochgerannt, oder? Aber da hört die Spur auf. Das heißt, ich muss hier. Dann gehe ich einfach hier wieder runter. Ne, die Spur geht hier von da nach da. Genau so, so habe ich es auch beobachtet.
Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Aber ich weiß ja, auf der Karte unten ist er natürlich in diesem weißen Gebiet hier. Da hinten war was Rotes. Da. Ich hab ihn. So, das ist der legendäre Gabelblock. Gabelbock. Ja, muss ich direkt häuten, ne? Und damit kriegt man dann ein legendäres Fell, was man dann an Tramper abgibt, ne? Also wie gesagt, soweit ich weiß, sind die Felle, die man von legendären Tieren hat, immer im perfekten Zustand. Ja, dann bringen wir das noch schnell zum Hehler. Und den kann ich beim Metzger abgeben, oder wie war das? Good girl. Let's go.